Einsicht in den Entwicklungsstatus. Da habe ich eine Einladung bekommen, um mitzuspielen. Jetzt sind wir jetzt hier auf dem Testserver. Sind zwar jetzt gerade nur 4 Leute drauf. Ich hoffe, es werden noch mehr. Ja, und was ist Squads? Squads sollen ein realistischer Shooter werden. Militärsimulation ähnlich wie Arma. Nur noch realistischer, noch besser. Und halt ein bisschen, ja, nicht so bughaftig. Genau so. So, ich muss jetzt hier mal zu der Flagge runterrennen. Da soll. Also es ist ein bisschen so wie Battlefield, man übernimmt halt in diesen Modus. Jetzt Flaggen, das ist jetzt auch eine Map hier irgendwo in, keine Ahnung, ich schätze mal Afghanistan. Ich bin auch hier so ein Dschihadist oder irgend so ein Scheiß. Ein Aufständischer. Es soll aber mehr Fraktionen geben, also zum Beispiel Russen und Chinesen, Fahrzeuge, alles Mögliche. Ich laufe hier gerade durch den Mond. Da vorne ist durch den Mond? Durch den Mond, hier sind Mondfelder. Oh, geil, da kann man lustige Sachen mitmachen. Ja, doch, zum Beispiel Klatschmond. Oh Gott, ey. Klatsch ganz stark. Ich weiß gar nicht, haben wir Gegner, den schon für Gegner haben? So, da müsste jetzt einer von unserem Team sein. Und hier konnte man nochmal funken. Ich weiß nicht, sprichst du noch mit den Entwicklern? Ich habe ihn jetzt mal angeschrieben, nachdem die jetzt gerade das angekommen sind, keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Aber ich bin jetzt mal froh, ja, dass ich auf dem Server drauf bin. Eben, genau. Local War. Eigentlich das erste Mal heute, ne? Ja. Hi. Hallo. So, where we have to go? This is my first time playing. Ah, yes, first time. Was macht er jetzt? Keine Ahnung. So, wir müssen jetzt hier irgendwie, glaube ich, die Flagge einnehmen. Genau, die Flagge hört uns schon, okay. Das ist halt so. Skyfall meint, das sieht aus wie DayZ. Finde ich jetzt aber eigentlich nicht. Ja, ich muss auch sagen, ich bin mit der Grafik, also mit der Bitrate ziemlich runtergefahren. Ihr wisst, meine Internetleitung ist nicht die beste. Aber eigentlich schaut das Spiel sehr schön aus. Es ist die gleiche Grafik-Engine, wie jetzt auch ARK verwendet. Aber ihr seht ja, was habe ich hier? Irgendwie um die 70 FPS teilweise. Das ist super. Also, das ist jetzt die neue Unreal Engine, ne? Unreal Engine 4, ja. Ja, genau. Aber neue. So, ich tue diesen Jankler jetzt mal nachlaufen. Da kommt nicht rüber. Verdammt, ich... Wie ein Gummiball prallen wir hier ab von der Mauer. Das geht nicht. Aber wie gesagt, man muss aber wirklich sagen, das ist noch ganz, ganz frühes Entwicklungsstadium. Das Spiel ist jetzt gerade durch die Kickstarter-Kampagne durch. Hat auch Ziel übertroffen. Ja, und jetzt soll es demnächst in Early Access, ne? Ja, ab September soll die Pre-Alpha starten. Southeast 150 ist der next base. Okay. Soll die Pre-Alpha starten, heißt, da kommen dann die ganzen Leute, die, glaube ich, 30 oder 50 Euro bei Kickstarter gespendet haben, können dann da rein. Und dann irgendwie, glaube ich... Aber $31 war das Ding. Ja, genau. Und dann irgendwie später kommt dann Early Access wahrscheinlich dann auf Steam. Also das ist echt klasse, dass wir da Einblick kriegen. Richtig, genau. Du bist auch einer der ganz, ganz wenigen deutschsprachigen, wenn überhaupt noch andere, außer die ja jetzt gerade drauf sind, ne? Also sie haben ein paar deutsche Angestellte, das haben sie mir gesagt, aber... Ah ja, okay. So. Ich warte jetzt gerade auf den ersten Feindkontakt. Es sind zwei Amis gegen uns zwei, also eigentlich müsste sogar schon Feuergefecht entstehen. Ich schalte mal meine Waffe. Einzelfeuer. Ich warte jetzt echt die ganze Zeit, dass wir jetzt angegriffen werden. Weil wir sind ja voll im Nachteil. Die Amis haben halt optische Visiere und alles mögliche und wir haben halt hier so, ja, Holz-AK. Oh, alte Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, naja, nee, aus dem Ersten Weltkrieg. Aber das ist auch nicht sehr viel besser. Ja. Weltkrieg-Technologie. Also die, aber unverwüstlich, cool, aber alt. Ja. Ich sehe jetzt mal nichts. Er schaut mich an die ganze Zeit, ich weiß nicht, was ich tun soll.
mal auf die Karte. Ja, also ich finde dafür, dass es halt wirklich in so einem frühen Entwicklungsstadium ist, sind sie schon relativ weit. Kannst du mal vielleicht ins Menü oder sowas reingehen, mal, dass man also das Inventar sich mal angucken kann und Es solche gibt kein Sachen? Inventar. Oh, es gibt kein Inventar. Ich kann halt nur über die 1, 2, 3, 4 kann ich halt eine Pistole und halt Rauchgranaten, Explosivgranaten auswählen. Ah ja. Inventar so in dem Sinn gibt's nicht. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt kommen soll. Aber also das ist eigentlich auch so ein bisschen, möchte ich mal vielleicht so anfügen, auch eine Idee, die so ein bisschen in den Kanal jetzt so reinfließen wird, dass wir vielleicht auch mal so in Anführungszeichen ein bisschen journalistischere Formate hier mit reintun. Sprich solche Sachen oder dass wir mal Spiele testen, die neu sind und solche Geschichten. Genau. So, ich sehe hier eigentlich gerade nichts. Junge, hier bitte lass diese Trade-Angebote, du bist raus. Er ist einer gebannt. So. Ja, er hat jetzt erstmal einen richtig netten Timeout gekriegt. Ich frage mich jetzt echt langsam, wo die Amis bleiben. Also ich erwarte jetzt, mir pocht gerade echt das Herz, weil ich auch echt auf den ersten Ja. Feindkontakt warte. Aber wir hatten ja heute Morgen schon mal geguckt, die Karte ist ja auch verdammt groß, Ey, ne? ist Und von riesig. daher. Also da, ganz ehrlich, da treffen sie sogar Battlefield um Weiten. Und da jetzt keine Fahrzeuge, keine Jets, keine Helis. Also eins, was ich bis jetzt mal gesehen hätte in dem Trailer, wären Humvees. Die kommen sicher rein. Wie weit sie da Kampfhelis oder so ein Scheiß oder solche Sachen reinbringen, frag mich nicht, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, mich würd's nicht stören, wenn Humvees das einzige Fahrzeug bleibt. Oder halt ein Na gut, Pendant ich dazu. denke mal, dass dann auch noch so irgendwelche ja, LKWs oder sowas so vielleicht noch Ja, vielleicht dabei sind, irgendwelche Quads Truppentransporter oder oder so so. oder Motorräder, dass man Ja. schnell nach A nach B kommt, okay, aber jetzt irgendwie Kampfpanzer brauche ich nicht mal. Also es sind auf alle Fälle nicht die Dingens hier, so ein schnelles Gameplay, wie du beispielsweise in CSGO oder sowas hast. Ja, also es ist doch Oder in wirklich. Counter-Strike. In Counter-Strike, in Call of Duty. Also wahrscheinlich, Ja. wenn du Arma wirklich jetzt selbst die Singleplayer spielst oder da Missionen spielst, kommt das wahrscheinlich sehr nah an das ran. Ja, es ist halt, soll halt wirklich in Richtung Militärsimulation gehen. Haben Sie eigentlich schon irgendwas gesagt, ob Sie auch tatsächlich ans Militär rangehen und denen, also weil ich habe irgendwie gehört, Arma wird auch tatsächlich für Taktikschulungen und sowas eingesetzt. Ja, du, keine Ahnung. Ich habe so viel mit denen noch nicht geschrieben. Ich muss immer schnell gucken. Ich wurde auf Skype angehauen. Schnell gucken. Okay, ich versuche jetzt mehr Leute ins Spiel zu bringen. Okay. Aber es ist eh. Wir haben fast alle Punkte, Ja, oder? schrieb er auch gerade hier. Warum löscht du diese Nachricht? Wer hat diese Nachricht gelöscht, bitte? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wer hat die Nachricht von dem Littoralis gelöscht? Weiß ich Nur weil nicht. du kein Englisch verstehst, brauchst du das nicht löschen. Könnte mir wieder entbannen. Ja, Littoralis ist nämlich einer der Entwickler. Hi, sorry, Genau. I don't know why you are banned. Sorry for that. It's a strange day. Oh, verdammt. Ich habe mich verlaufen. Wo ist mein Typ? I get lost. Yeah, don't run the games of development, please. Yeah, sorry, I don't know who do this. damn it. I get lost. Oh fuck. Schüsse. Was hat er vorhin geschrieben? Er hat ja geschrieben, dass es halt eine nicht angekündigte Spielsession ist und dass er jetzt versucht, noch ein paar Leute Aufmerksamkeit zu erregen, dass die halt Oh fuck! da mitmachen Ah! werden und mitspielen und so weiter. Was ist das für ein PC? Mich hat ein Ami angesprungen.
Daddy should be a fucking sorry. I scared myself. Oh man. Eieiei, jetzt okay, ich hab verschissen. Ich hab den Admin getötet, jetzt werde ich gebannt. So? Warum wirst du gebannt? Oh, da ist noch einer. Ich weiß jetzt nicht, Das ist ein Test. Don't shoot. Please don't shoot. I give up. Hello. Hey guy. Hello. Hello. Ja, also es scheint auch auf alle Fälle Spaß zu machen und so. Hello. Ich glaube, er sieht mich. Er sieht mich nicht. Nee. He don't see me. Look to her back. Was sieht man schon, die Amerikaner haben hier so einen M4-Karabiner. Mhm, ja. Hi. Hi. Kann ein bisschen rumspringen. So. Wir müssen normally the... Whoa, whoa, whoa. I'm scared. I give up! So, das wird der Driver sein. Friendly Cherno, yes. Oh man. So, where are the zombies? So, ja gut, er steht jetzt hier rum. Ich habe ihn halt als erstes mal vor über den Haufen geschossen, weil sich so ein Ami auf mich zugerannt kam. Oh klar, ist ein Gegner. Ja, es ist nicht damit gerechnet. Botlight Rollies. Join us for some gaming. Join us for some gaming. Ja, ich hab doch gejoint. Das ist Shanky. Ja, wie geht das jetzt mit Join? Mit diesem Bubble-Ding ist es doch jetzt. The truth is, I don't really understand Mumble. I use it for the first time. I would join you for some gaming, but you have to say me how. Oh fuck. Sorry. Oh, shooting. Okay. Spannende Situation. Interesting situation. On one side, the Americans, on the other side, the... Terrorists. Okay, er schießt ihn nieder. He was friendly. Und ich finde das gerade echt lustig. Yeah. Dude, it's no problem if not so many people are here. It's the first watch. And we played 4 hours GTA for now, and I'm happy to play something else. Also the guys here. So. Light Raleigh's betrayed. Hey Rocktox, can you hear it? Ah, moment, it's er ist jetzt im Mumble, ich geh mal rüber. Ja, ja, ich hab mich aber auch verabschieden, ne? Okay, I'll talk to you on here. I don't have enough monitors. Ja, und, okay. Type and play, yeah. Ich bin wieder da schon. Ja, du bist schon wieder da, okay. Weil ich muss mich jetzt tatsächlich leider mal um meinen Magen und dann um meinen Schlaf kümmern. Ich bin aber nebenher so am Essen noch, also. Ich mute mich immer. Sound muted. So. Ja, welcome. Thank you, thank you. Yeah, welcome to Squad. Day after Kickstarter. We're very tired. Yeah. most of our regular testers played with us for upwards of 12 hours yesterday. So,
not many are responding to the call. Come play again today. No problem. I only think today at 7 a.m. that it start, but if not, it's not so. But we played yet, what was 6 hours GTA before, and now I was looking if squad runs or not. Yeah, I'm not sure how successful I'll be in calling people out today to game, but I'll make sure you're with us the next session, and I'll bring some German-speaking devs so you can have some talk with them, game with them. Yeah, and also, most of our QA team are from Germany or Austria, so I'll get you a squad. You'll be able to play the game properly. Normally, English is also no problem. Okay. So I have many questions from the people watching us. Is this a problem when I say something? No, you can ask as long as they don't ban me from typing again. As always, was a mod of us. Normally, we have no English writing in our chat, and I kid, I understand. Somebody it's all was good. too fast with banning. I have the question before. How many vehicles will be in squads later? So we just revealed the image of the vehicles we have planned in the Kickstarter update. I can try to get you a link to that in a minute. But look, everything up to and including main battle tanks. So if we ever get the Germans, we'll get Panzers. And then for the air assets, everything up to and including close air support helos. Maybe jets. We haven't figured out how to make the jets be realistic. So, you know, if the real jet flew over 4 kilometers, they'd pass us in 20 seconds. Okay. Not very fun. Yeah. Yeah, okay. I think it's the answer they want. So, so die Leute im Chat, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jetzt stellen. How many devs, also the how many people we have are? We have a core team of 18 developers and artists, and then another 10 or 15 that are doing contract work one way or the other. Mm-hmm. So, we come from a modding background, so we were able to... A lot of these guys grew up modding together, then went on to university and either got, you know, a programming degree or a 3D art degree. And they came back together to make this game because they've been waiting for 5 years for some other studio to make it. Mm-hmm. No one made it, so they're going to make it themselves. Okay, great. So, now we are some people. Hey, you have a shovel. Nice. Oh, I like this. So, sind da noch irgendwelche Fragen von euch? Wenn ihr da jetzt was fragen wollt, schreibt das jetzt im Chat. Ja, sorry, ich hatte vorhin gemutet, noch vom anderen Teamspeak, versehentlich. So. And how many factions it will be? So, are there Russian? We believe... Yeah, so Russians are on their way. If you look at our website or joinsquad.com, you'll be able to see some of the reveals for the Russian stuff. We have MTLB and Russian supply trucks and Russian weaponry available and more to come. We've showed off the Russian model. So we're going to bring in probably the British next and then maybe another type of insurgent faction. So... for launch sometime in 2016, we hope to have 4, maybe up to 5 or 6 factions, depending on how we do it. That might not include all of like the really complicated stuff like the helicopters. Mm-hmm. We'll see how that goes. Yeah. Okay, that's a lot. How many should the game cost when it is finished? Right now, a copy for early release on Steam will cost US $35. That's basically, we're going to try to avoid going down the DLC route. So when you spend $35 with us, you'll get the game and the expansion of content as we provide it. Okay. Going forward, yeah.
there's a big question from Spielberg. How long has this been in development so far, and what's the projection timeline for the upcoming development? The original founders of the project started talking in November of 2013 and started putting code together in February 2014. So we've been at it, like, with the code side for at least 16 months. Mm-hmm. Seeing how well the Kickstarter and the Greenlight campaign has gone, and the amount of enthusiastic support we're seeing, the developers are hoping to see another 2 years of development cycle for this. So we're looking well into 2017. Okay. Good. I think we can play a game, or? We enough people? Sure. Okay. So, I am with Shanky. I'm trying to collect people to play. Okay. Give me a moment. You know, 5 people is for the beginning, I think, enough. Or? Okay. If somebody wants to play, he can join us. Good. I think it's the best if you're falling back to the last point and met again in the middle. Oh, he's dead. No! You killed him! Don't look comfortable. Hmm. Oh. Hey, wrong side. Ah. How big is the map? The map for this map is about 2.25 square kilometers. The other map we've been showing a lot is called Kohai, which is 4 square kilometers. Mm-hmm. And that's sort of so we size. Hope to go on to, yeah, we hope to, depending on how the engine behaves in the future, go up to 8 square kilometer maps. Oh, that's big. That's big. We want to get to 100 players, and we don't want to make it feel cramped. We don't want to make a 4 square kilometer CSGO. We want to make a tactical shooter, out of the box, ARMA competitor kind of type of thing. More arcade style. Okay. That's not like Battlefield that you're feeling, oh, so many players, help, help. Yeah, exactly. So, Shanky, I think they come back and we have to fight now. I'm sorry for my bad English, but it's a really long time that I could practice it. It's pretty good. No, we're good. We're fine. Okay, good. I'm doing my best. So. Ah, Bruce Stallone. I can't tell you exactly when early access will be. Our hopes are October, November. Yeah, well, we'd rather provide more content from the first day than flub what will be our early access release. So, why we cannot conquer this portion? This position is just strange. I think we have to go back and get the other base for this one. Okay. Ah, okay. We have to capture the base before to capture this base. Oh, okay. I'm going to send over Cyber Game Art, one of our artists, okay, to play with you for a bit. He's actually the guy who's working on our Russian character models.
and he speaks German, so you guys can have a time of it. Okay. I think I just gone to bed. Like I had a very long conversation just now about about the character models, but he said that he was going to be going off. Yeah. Well, he's just going to play for a bit and then crash for the night. Okay. All right, sure. This doesn't have to be, you know, somebody real long session. Just. Yeah. Oh, by the way, hi guys. I'm Chuck. I animate this. Rock Tox is squad leader. Okay. I think it's better when somebody else make the squad leader because it's my first time in playing. Okay. Leave the squad and join it back. Okay. So. Yeah, tactical grid, you are squad leader now. There you go. Put a rally point down. Ja, wegen Untertitel kann ich es echt noch nicht sagen. Muss ich mal gucken. Spile Bear, we're hoping to make it more accessible. I put a lot of armor. You can get used to the stancing system. Are you streaming right now? However, we don't think it's going to be necessary. How you pronounce it? I mean, we'll have a lean system. We're still trying to decide which lean system we'll use. It's going to be more accessible than Arma suit. And like the older Arma stancing mods, we're not going to go in that direction. I'm probably going to stream in like a minute or two. I'm not sure. Yeah, because Lido said some drummer guy is streaming right now, so that's why I was supposed to join. Yeah, I'm streaming. Okay. Shots? I didn't realize that I was an insurgent and completely forgot I was supposed to shoot the Americans. Yeah, it happens. My mind just went blank as I looked at that guy, man. So... Looks like the rally point is down again. Or the fob. Can you put a new one down? Because I don't want to go on the long walk. Where have I to go? I'm lost. Well, I'm gonna do something not nice and look at your stream for a second. On the flag. And try to figure out where you guys are. An American. Sorry, bud. I'm not sure if you shot me. Yeah, there aren't enough people on the server at the moment to get some good action. Yeah, nice. Can I take the weapons of dead bodies, or how can I get more ammunition? Or is there something else I can use? No, when you shot me, you can't take anything off me. Okay. Yeah, not yet. It's a possibility for small arms, but not sniper rifles. We don't want to end up having, like, the enemy having five opposing teams sniper rifles or anti-tank rocket kits. Yeah, but when I have shot a lot with my AK, anyone, the ammunition is gone, and then I have... I'm sitting there, I have no weapons, help me. Yeah, I think we can as literally I said, make like allowances for guns, but not, you know, like for big heavy assets like rocket launchers. Yes, only ammunitions for the rifles. Yeah, that's right. So,
I hear shots from 210.